Weiter geht es mit einer neuen kuscheligen Folge God of War Ragnarök. Freut mich, dass du da draußen wieder reinröckst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Röcker, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Gewinnspiel ist natürlich am Start. Kommentieren mit eurem Discord-Namen und einfach nur bewerten. Was soll ich sehen, Junge, ha? Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ist voll geil, ne? In der Speisekammer pennen? Wie lässig ist das denn? Was sind das für merkwürdige rote Beete, Karotten, Äpfel? Drachenfrucht? Aufgeschnitten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Ja, ist ganz nett. Wie kommen wir zu den Wetten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach! Und bring den Kopf mit. Er hat auch einen Namen. Wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt. Er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht. Und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim, pah! Dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Gut, dann gehen wir's an. Let's roll. Hört ihr das? Nö. Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ah. Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Ja, unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme. Bei Preisfelgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir den bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn, Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß.
Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Ah ja. Okay. Bestätigen Feuchtgebiete. Ah, gedrückt halt. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Durlin. Ist er in der Taverne bekannt? Durlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Warte, was? Was für, Moment, was für Viecher? Was für Grimme? Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Schön, oder? Endlich mal warm. Wir müssen dieses Boot nehmen. Wenn wir es nur loskriegen. Vorsicht, Junge. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ein bisschen Hacksilber gefunden. Was haben wir hier? Ha. Was sind das hier für kleine, widerliche Scheusal? Okay, schauen wir mal in den Kodex rein. Oh, wie gerne würde ich diese kleinen Biester mit einem gut gezielten Huftritt zerschmettern. Der Gestank, den sie verströmen, kann es leicht mit dem eines Trolls aufnehmen. Alleine scheinen sie ein leichter Gegner zu sein, aber sie sind selten ohne Begleitung. Ein Rudel Scheusale kann selbst die stärksten Kämpfer schnell überwältigen. Scheusale gedeihen in feuchten Gebieten. Wenn du ein Gewässer siehst, sind sie wahrscheinlich in der Nähe und suhlen sich im Schlamm und Dreck, was ihren ohnehin schon einzigartigen Duft nicht gerade besser macht. Du musst flink sein, wenn du einem Scheusal begegnest, und achte auf die Zähne. Aha. Mythologie. Man lernt ihr wieder was, liebe Kinder. Da lernt ihr wieder was, ihr Rackalis. Okay, waren das jetzt alle? Nein, da sind noch mehr. Das waren alle. Das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Ah, das gute alte Boot ist auch wieder zurück. Das würde ich nur ohne das Ding machen, ne? Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin. Und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Nö, ich wollte... Wasser. Das sind Ressourcen. Ich wollte da nichts lostreten, was meine Vergangenheit angeht, Junge. Rohleder. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Ja, so war das. Allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Weib, ich, häkel. Geh du angeln. Ich glaube, das war so der Satz. Ja. Weib, ich mache uns eine nette kleine Tischdecke. Geh du angeln. Okay, Hacksilber. Immer ein wenig Silber mitnehmen. Das ist immer eine gute Idee. Schick. Habt ihr das dort gesehen? Nein.
Ich war darauf konzentriert, uns wertvolle Ressourcen zu besorgen, mein Sohn. Das ist alles, was zählt in meinen Augen. Achtung, Funkel, Funkel. Leder. Sicherlich wichtig. Ich will es nicht. Blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Ich will es nicht hinterfragen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Der kann Weg ich da geht durch? Wohl hinter dem Geysir weiter. Ja. Ach, wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Bruder, könnte Einfrieren funktionieren? Ja, Einfrieren. Und wenn du deine Axt benutzt? Was? L2 und R1? Ach so. Ich muss... Okay. Gut, ja, jetzt kenne ich die Mechanik auch, ihr kleinen Besserwisser. Oh, die klassischen man merkt richtig, die haben das irgendwie so in einem Zug entwickelt. Das merkt man im Spiel einfach an. Das ist alles in einem Guss gemacht worden. Eins von drei Siegeln. Hässliche Vögel sind da hinten. Zwei von drei. Warte. So, was bist du denn für einer? Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Raedmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Gut, dann ja. Oh, ich brauche gar nicht mehr den Jungen, der reinsticht. Ein Apfel. Yes, Baby. Hat sich gelohnt, die Kiste hier zu checken. Ist das stabil genug zum Klettern? Ja, gute alte Zwergenhandwerkskunst. Das war nicht schlecht, dass wir uns die Kiste hier geholt haben. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Schnell genug, aber hier sind auch hässliche Viecher. Hinter dir, Bruder! Oh nein, der ist... Ihr kleinen Rackerlis. Mal sehen, wie brutal das hier wird. Yes, okay, das ist genau das, was ich meinte. Die Grimme nehmen im Lebenszyklus der feindseligen Gasmonster von Svartalfheim den voluminösen mittleren Platz ein. Sie sind die Jugendlichen der Spezies in Ermangelung eines besseren Wortes gewalttätige, gasige Jugendliche. Grimme gehören zu den beweglichsten Bewohnern der neuen Welten. Sie können fast alles erklettern und sich mit beunruhigender Schnelligkeit in den Boden graben, wodurch man sie leicht aus den Augen verliert. Glücklicherweise haben sie nicht die Fähigkeit entwickelt zu fliegen. Noch nicht. Die kleine Gremlins, hm? So, du widerlicher kleiner Erdnuckel. Ja, viel besser so. Das ist, was ich sehen will. Rechts von dir! Bam! Yummy! Noch mehr? Ja, das Schild. Nächster!
Tschüss. Boah, das Schild ist geil. Von links. Das Schild ballert. Ich freue mich schon auf die PC-Version bei dem Spiel. Beeindruckend. Danke. Hinter dir, pass auf. Hat der Junge da gerade wirklich noch auf die Leiche geshootet? So, ihr kleinen Rackerlis. Noch ein Gegner. Ja, ist das wirklich alles? Lecker. Absolut lecker. So, wait a moment. Was gibt's denn hier noch Schönes? Da war ich noch gar nicht, oder? Das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Achso, da kann man das Rad drehen. Aha. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Hm, sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Aber ich muss nochmal hier runter. Kommst du von hier an das Rad heran? Moment, Sohn, weil hier drüben wäre dann noch eine kleine Höhle oder sowas, ne? Oder habe ich mich da verguckt? Oh, ich dachte, hier wird's auch nochmal reingehen. Naja, egal. Gibt's nix. Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Rage oder so. Würde ich nehmen. Kommst du von hier an das Rad heran? Ja, ich denke schon, Sohn. Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon, aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire, beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Klimawandel. Ja, die Zwerge mit ihrer Industrie verseuchen die Gegend. Der schwarze Rauch, die Minen. Oh, schaut mal hier. Ja, es gibt all die Dinge, die wir aus dem Vorgänger kennen. Aha, Runenkraft dauerhaft um 2 erhöht. Ja, nice. Und eine Ablagerung. Wir alle wissen ja aus dem Vorgänger, Zwerge lieben Schlacke. Schlacke ist cool. Nächster! Kann ich denn nicht damit auch? Ja. Ey, 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 ihr Gremlins. Jetzt bleib doch mal hier. Ab ins Wasser mit dir, du hässliches kleines linke Seite, Bruder. Affenvieh. Ich finde ja erstaunlich viel Rage. Einmal reingegriebscht. Reingemadagriebscht. Was ist denn mit dem passiert? Der sieht aber ganz schön knusprig aus. Ha, ist das der offizielle Weg? I don't know. Nee, da hinten ist Ende. Aber es gibt mehr Hack. Vater, da oben. Ach, guck an. Warum konnte ich denn die eine Ranke vernichten? Oi. Oi, oi, oi.
direkt mal eine von den besseren Kisten bekommen. Da kann man nichts sagen. Moment, ist hier oben noch irgendwas? Give it to me, Baby. Was will auch so ein Vieh mit Silber? Brauchst du gar nicht. Absolut unnötig für dich. Du olles Mistvieh. Hast du gefunden? Ja, klar. Kennst mich doch. Ich finde immer geile Sachen. Hier kann man gar nicht rüber. Das war nur optional, diese Ecke hier. Interesting. Vater und Sohn wieder auf dem Boot. So, wir legen hier an und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Bewerten und kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.